Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Talk hier an der Börse Stuttgart. Wir wollen der Frage nachgehen, wie politisch ist der DAX oder wie politisch könnte er in den nächsten Tagen werden? Denn die Bundestagswahl steht ja an am kommenden Sonntag. Man hat den Eindruck, es wird mehr auf die Geldpolitik geschaut als auf die klassische Politik. Mein Gast ist Ralf Wiedmann von der Advertum Vermögensverwaltung, Advertum Vermögensmanagement. Schön, dass Sie da sind. Ja, wie politisch kann die Börse werden? Es gibt ja diesen Spruch, politische Börse. Herr Wiedmann, haben kurze Beine, sie können manchmal auch ein bisschen länger sein, vor allen Dingen, wenn wir auf die Geopolitik schauen. Auch das wollen wir ansprechen, die scheinen ganz ausgeblendet zu sein im Moment. Schauen wir aber erstmal auf die Bundestagswahl am kommenden Sonntag. Ist das ein Thema eigentlich an der Börse oder ist es mehr die Geldpolitik? Der DAX ist getrieben vom billigen Geld, setzt seine Rekordfahrt fort zum Wochenbeginn über 8.600. Ist die Politik überhaupt ein Thema im Moment? Sie ist sicherlich ein Thema, wobei im Moment steht ganz klar im Vordergrund die Geldpolitik und da stehen ja heute und morgen natürlich auch wichtige Aussagen der amerikanischen Notenbank an. Das ist ganz klar. Also zuerst mal kommt die US-Fed, die stiehlt im Moment der Bundestagswahl etwas die Show, aber am Sonntag ist es dann sicherlich ganz, ganz spannend und das Pendel dürfte dann auch schnell wieder umschlagen. Das heißt, Montag wird natürlich der Ausgang der Bundestagswahl ein Thema sein an den Märkten, zumindest hier auch in Stuttgart und wird den DAX beeinflussen. Spielen wir mal die möglichen Konstellationen durch. Was will die Börse, was wünscht sich der Börsianer in Deutschland? Hat er einen besonderen Wunsch? Ist es schwarz-gelb, also eine Fortsetzung dieser Koalition? Kontinuität ist sicherlich angesagt. Also das ist sicherlich Land auf Land ab ganz klar aus allen Börsensälen zu hören. Egal mit wem man spricht, jeder sagt, na, Kontinuität ist mir recht. Wenn das schwarz-gelb ist, da haben wir gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Auch die letzten Jahre und Jahrzehnte war immer zu sehen, schwarz-gelb bringt den Kapitalmarkt und die Börse nach vorne. Da gibt es positive Vorzeichen. Deshalb schwarz-gelb ist most favorite. Insbesondere natürlich auch eine starke Kanzlerin vorne dran. Das würden die Börsianer gerne sehen. Aber es sieht ja nach einer knappen Entscheidung aus, also Schwarz-Gelb ist noch nicht sicher. Szenario 2 ist die große Koalition, also unter einer Kanzlerschaft von Merkel mit einem Juniorpartner SPD. Nun hat der Kanzlerkandidat schon gesagt, Steinbrück, da mache ich nicht mit, ich werde nicht den Steigbügelhalter spielen. Aber dieses Szenario ist ja nicht vom Tisch. Würde das Bild, das Meinungsbild an der Börse ändern? Ich sag mal, das gäbe bestimmt den einen oder anderen Kratzer im Lack. Also Bremsspuren definitiv, das wäre sicherlich ein Problem. Dann auch eine gewisse Hängepartie. Also ist dann wirklich ein Herr Steinbrück, der schon mal ein tolles Tandem war mit der Bundeskanzlerin, tritt er tatsächlich dann zurück, steigt er eventuell komplett aus der Politik aus. Wer wäre dann die starke Person in der SPD? Ist es dann ein Walter Steinmeier oder rückt dann die nächste jüngere Generation auf mit Sigmar Gabriel? Und ich denke, also je mehr Personalrochade dann reinkommt, umso schwieriger ist es dann auch, mit diesem Tempo am Kapitalmarkt weiterzugehen. Und ich denke, also das wäre ein Problem und dann gibt es sicherlich zuerst auch mal einen Rücksetzer. Wir machen mal bei dem Farbenspiel weiter, bei dem bunten und mischen Rot mit Rot und setzen Grün noch oben drauf. Also Rot, Rot, Grün, bislang ein Tabuthema, auch unter den Genossen. Aber so richtig ausgeschlossen wird es auch wiederum nicht, zumindest nicht vom linken Flügel der SPD. Das wäre natürlich dann ein Knall für die Börse. Das wäre definitiv ein Knall. Ich hoffe tatsächlich nicht, dass es so weit kommt. Politische Meinung hin oder her spielt in diesem Fall keine Rolle. Es wäre sicherlich ein ganz, ganz großes Problem für den Kapitalmarkt, weil dann würden die Karten komplett neu gemischt. Europa müsste sich vermutlich auf größere Veränderungen einstellen. Alles das wäre nicht unbedingt Deutschland förderlich. Und ich sag mal, Kontinuität, auch eine große Koalition mit starken Partnern, mit dem könnte man sicherlich hier ganz gut leben. Dann könnten diese Beine auch länger werden natürlich bei einem solchen Szenario an der Börse, die negativen Beine. Ganz genau. Also sollte es tatsächlich Rot-Rot-Grün geben, dann glaube ich mal, dann ist es wirklich ein Marathon, der dann plötzlich zu gehen ist und keine kurze Geschichte, die abzuhaken ist, sondern dann werden die Karten komplett neu gemischt. Schauen wir abschließend nochmal auf den DAX. Am Montag war er über 8.600. Wir haben ein neues Allzeithoch gesehen. Das passt natürlich zum 25-jährigen Bestehen. Es passt nicht unbedingt in diesen Monat September. Der ist nämlich traditionell eher ein schwieriger Börsenmonat. Aber wir haben ja die Geldpolitik mit dem billigen Geld. Was ist nochmal abschließend mit der Geopolitik? Das war ein großes Thema vor einer Woche. Also Syrien, die Lage im Nahen Osten. Ist das jetzt vom Tisch oder kann das nochmal hochflammen im wahrsten Sinne des Wortes?
war das, Herr Wiedmann? Also da ist der Bunsenbrenner im Moment mal etwas runtergefahren worden, aber die Flamme brennt weiterhin. Also Assad muss da ganz klar liefern. Sollte er das nicht tun und spielt nur auf Zeit taktiert, dann wird es ganz ungemütlich, auch hier. Dann glaube ich, schnell ist wieder Dampf im Kessel und die Karten werden auch hier völlig neu gemischt. Dann ist es ein großes Thema und wehe dem, der dann nicht mit einer Reißleine, also die Hand an der Reißleine hat. Also da ist weiterhin Dampf im Kessel. Vielen Dank an Ralf Wiedmann von der Advertum AG, von Advertum Vermögensmanagement. Er war mein Gast hier an der Börse Stuttgart zum Thema, ja, politische Börsen. Kurze oder lange Beine. Wir sind gespannt, was am Sonntag in Berlin rauskommt. Bis dann, tschüss.